Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, guten Abend miteinander. Weihnachten, Silvester und Neujahr, das sind gute Gelegenheiten für ein festliches Essen à la carte. Und ums Essen geht es auch in der Coop Festtagszeitung, wo wieder viele neue Tipps, Ideen und Rezepte enthalten, damit so ein Festessen auch wirklich ein kulinarischer Erfolg wird. Der schönste Beitrag von Coop zum guten Gelingen der Festtage ist aber sicher das reichhaltige Angebot in ihrem Coop-Laden. Hors d'oeuvre, die den Appetit wecken, aber nicht satt machen. Fleisch oder Geflügel? Geschmort oder Braten? Und knackig frische Gemüse. Für die kulinarischen Höhepunkte sind Sie bei Coop also bestens bedient. Was so stilvoll angefangen hat, soll auch so aufhören. Mit einer reichhaltigen Käseplatte zum Beispiel. Oder mit einer paradiesischen Auswahl an exotischen Früchten. Wer es aber lieber süß hätte zum Kaffee, bitte schön. Und jetzt zum Schluss nochmal die Coop-Festtagszeitung. Wenn Sie nämlich die sorgfältig durchschauen, dann finden Sie auch die Lösung vom Wettbewerb. Und Sie können Warengutsche gewinnen, und zwar im Wert von 10, 100 und 1000 Franken. Und jetzt schalten wir noch um in die Studioküche zum Coop-Rezept dieser Woche. Jetzt ist wieder Orangensaison. Eine gute Gelegenheit, einmal ein Rezept mit einem saftigen Energiespender auszuprobieren. Für einen fruchtigen Orangenkuchen ein Päckchen Mürbeteig auswählen, ein Blech damit auslegen und mit einer Gabel mehrmals einstechen. Dann der Teigboden im Ofen 10 bis 15 Minuten blind backen und auskühlen. In der Zwischenzeit Orangensaft, einen Kaffeelöffel Maizena und 4 Esslöffel Zucker gut verrühren und aufkochen. 4 sehr gut geschälte Orangen in ungefähr 4 mm dicke Scheiben schneiden und die auf dem Teigboden blumenförmig anordnen. Dann die Orangensauce drüber verteilen und zum Schluss, wenn Sie Lust haben, mit Schlagrahm garnieren. Den Kuchen sofort auf den Tisch stellen. Das Rezept und übrigens noch ein lustiges Orangengonfi-Rezept stehen in der Coop-Zeitung von dieser Woche. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Damit sind wir am Schluss. Ich hoffe, wir haben Ihnen ein paar Ideen geben können und wünschen Ihnen jetzt schon viel Freude beim Planen und beim Vorbereiten des Festessen. Zuerst zeigen wir Ihnen aber noch die Aktionsangebote. Das sind alles Sachen, die Sie über den Festtag sehr gut brauchen können. Für ein Geschenk in letzter Minute gehen Sie doch ins Coop-Warenhaus. Dort finden Sie zum Beispiel die schönen Kleinlederwaren. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop 2 Liter Coop-Fruchtsaft im Purepack 60 Rappen günstiger. Alle Quick-Spezialitäten zu Aktionspreisen, zum Beispiel das Schüffeli per Kilo statt 20,50 nur 17,50. Ein Goldstar Vacherin Vanille Eperi statt 13,90 nur 11 Franken. Und Goldstar Schwarzwälder Rahmglassetourte statt 47 nur 5,70. Supreme de Duc Weichkäse 200 Gramm statt 14 nur 3,40. Schlagbarer Halbrahm 1,8 Deziliter statt 1,95 nur 1,65. Und noch morgen, übermorgen und am Samstag Ananas per Stück nur 2,90. Ein Kiwi für nur 50 Rappen. Und Avocado ein Stück nur 80 Rappen. Auf Wiedersehen.